hilft euch jetzt dann beim Senken. Ich ihn eben hier so. Und, ich habe dann aufgehört, bevor Stahldraht rumgeht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als allererstes Grüße an meine Abonnenten und alle anderen, die zuschauen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer weiteren Folge von Tipps beim Drehen. Ich habe hier so Muttern aus Edelstahl gemacht. Die kann man eben nicht kaufen. In diesem Video zeige ich euch, wie ich in Edelstahl bohre, wie ich senke und anschließend das Innengewinde von Hand schneide. Viel Spaß beim Anschauen! Um euch das Bohren eben zu erleichtern, habe ich hier in meinen Bohrer wieder sogenannte Spanbrechernuten hineingeschliffen. Das mache ich mit einer Diamantfeile. Dadurch brechen wir einfach die Späne und ich tue mich beim Bohren eben leichter. Bohrer gut anziehen, weil da kommen jetzt sehr große Kräfte drauf. Breitstock jetzt sehr gut klemmen, damit er euch nicht nach hinten geschoben wird. Kommen wir zur Drehzahl beim Bohren in Edelstahl. In Stahl würde ich jetzt so mit ca. 600 Umdrehungen fahren. Hier werde ich bis auf ein Drittel runtergehen, also mit ca. 200. Da müsst ihr immer schauen, wie gut arbeitet der Bohrer, Erfahrungswerte, ist er schneller stumpf geworden. Also lieber Drehzahl nach unten gehen und dann drückt er zwar ein bisschen besser, aber er hält euch länger. Wenn wir in Edelstahl bohren, bitte immer gut kühlen und ich verwende auch wieder dieses Hilfsmittel hier, das habe ich ja schon beim Bohren ins Volle verwendet. Damit werde ich hinten am Handdraht beim Reißstock arbeiten, um ihm einfach mir beim Bohren leichter zu tun. Zwischendurch immer mal ein bisschen nach hinten drehen, damit der Span bricht und dann kann ich weitermachen. Bevor es jetzt ans Kegelsenken geht, mache ich Folgendes. Die Drehzahl habe ich auf 70 Umdrehungen reduziert. Das hilft beim Senken eben, dass es nicht so rattert. Und zusätzlich trage ich jetzt hier an den Schneiden Schneidöl auf. Das hilft euch jetzt dann beim Senken, dass es nicht so rattert. Noch besser ist natürlich, man kann ganz gewöhnliches Fett auftragen, also wie man es zum Schmieren hernimmt. Trage ich ein bisschen auf und das hilft uns jetzt ein bisschen. Zum Gewindeschneiden benötige ich jetzt eben die Zentrierspitze, kommt in den Reißstock rein. Die Zentrierspitze benötige ich jetzt dann, wenn ich mit dem Wendeisen arbeite, dass ich ihn eben hier so anliegen lassen kann und der Gewindebohrer geführt ist und eben gerade schneidet. Nun kommen wir zum Gewindeschneiden, das ist der schwierigste Teil. Die Drehzahl lasse ich weiterhin auf 70 Umdrehungen eingestellt und ich werde die Tippfunktion verwenden. Also eine schnellere Drehzahl ist nicht nötig und was ihr seht ist ein, ich habe hier einen Stahldraht rumgewickelt, das kennzeichnet mir die maximale Gewindetiefe, also maximal darf ich so weit reinschneiden, dann steht er hier mitten Grund an der Bohrung eben an. Bevor es ans Schneiden geht, ich trage jetzt Fett auf,
Das hilft nachher beim Schneiden. Es ist besser als Schneidöl. Das ist ganz ein gewöhnliches Fett wieder. Also bei Schneiden im Edelstahl könnt ihr euch merken, da ist Fett einfach günstiger, wenn es geht. Auch in die Bohrung rein. Könnt ihr zusätzlich noch ein bisschen Schneidöl verwenden. So. So, wie gehe ich jetzt? Ich gehe jetzt wie folgt vor. Ich setze ihn jetzt eben an. So. Dann fahre ich mit meinem Reitstock nach vorne und mit der Zentrierspitze gehe ich jetzt hier hinten in die Bohrung rein. Dann klemme ich ihn. Gut. Dann kontrolliere ich nochmal, ob hier eben alles frei ist, dass nichts klemmt, dass er auch wirklich schön gerade drin ist, der Bohrer. So, unbedingt bitte Schutzbrille aufsetzen. Und jetzt werde ich mal vorsichtig tippen und hinten nur ganz leicht drücken. So, das war der schwierigste Teil. Jetzt ist er ungefähr circa 4 Umdrehungen schon drin. Jetzt ist er eigentlich, kann nichts mehr passieren. Jetzt kann ich wegfahren und von Hand eben weiterschneiden. Wenn es jetzt so wie hier, dass sich es weiter dreht, mache ich Folgendes. Ich setze ich eben jetzt hier unten eine Zwinge an. Jetzt kann ich ja weiterschneiden. Ich muss jetzt noch mit einem anderen Bohrer nachschneiden, damit ich die nötige Gewindetiefe erreiche. Das ist jetzt ein Maschinengewindebohrer, der ist vorne flacher. Ich habe jetzt aber den anderen deswegen hergenommen. Der ist vom Anschnitt her länger und der hilft eben einfach, euch besser in die Bohrung zu zentrieren. Deswegen, wenn es geht, nehme ich immer erst so einen Durchgangsgewindeschneider. Hier ist das fertige Gewinde. Es ist auch nichts ausgerissen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Jupp. Sitzt, wackelt und hat Luft. Ich weiß nicht, ob man sieht, ich bin nicht ganz auf den Grund gekommen. Irgendwas hat sich beim Gewindeschneiden gezwickt und ich habe dann aufgehört, bevor der Gewindebohrer abreißt. Da muss ich nochmal gucken, woran das liegt. Aber im Prinzip so funktioniert das Ganze und so könnt ihr das dann umsetzen. Das Beste wie immer zum Schluss, das Ende. Ich bedanke mich wieder fürs Einschalten, wünsche euch jetzt einen sehr schönen Abend und wie immer an dieser Stelle würde ich mich sehr über Kommentare freuen. Was hat euch gefallen? Was kann man besser machen? War auch alles verständlich? Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ihr unterstützt mich damit auch ein bisschen. Bis zum nächsten Video. Macht's es gut. Salute und pfiat euch.